Und deswegen, und genau das ist der Grund, warum man eigentlich solche Spinnen nicht mit der Hand anfasst, auch wenn sie harmlos sind. Aber die hätte jetzt da in den Stift gebissen und wenn ich das mit dem Finger gemacht hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich wehgetan. Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Ein neues Video, mal wieder nach langer, langer Zeit und heute ein etwas ja, trauriger Anlass. Und zwar habe ich eine neue Vogelspinne gekauft. Eine, zeige es euch einmal, und zwar da drin ist sie. Ja, eine Theraphosa stirmi, eine Riesenvogelspinne. Und warum das ein trauriger Anlass ist, ist, dass die vorherige Theraphosa stirmi, die ich gehabt habe, leider eingegangen ist und ja, jetzt habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, eine neue zu kaufen und ich habe sie jetzt derweil in dem alten Behälter der vorherigen Besitzerin quasi untergebracht. Aber man sieht, das ist zu klein für die Spinne, weil das ist eine etwas ausgewachsenere, die ist noch lange nicht ausgewachsen, aber eine etwas größere Spinne. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ich die in ein neues, größeres Domizil unterbringe. Und das ist jetzt eine Plastikbox und mit einer Korkröhre, die tun wir später noch rein. Und ja, dann schauen wir uns mal an, wie die Spinne da unbeschadet bewegen kann, rauszukommen. Und bei Vogelspinnen ist es immer eine gute Idee, wenn man dafür sorgt, dass die Spinne nicht direkt davonlaufen kann. Also wie jetzt hier, ich habe außen quasi die große Box und innen die kleine. Dann schauen wir mal, ob wir die irgendwie da vorsichtig herausbekommen, so dass man es auch von der Kamera her sieht. Ich vermeide es, die Spinne auf die Hand zu nehmen, weil die Spinnen das nicht mögen. Und ja, das muss so auch gehen. Wie ihr seht, ich bin umgezogen und habe jetzt leider noch nicht alle Utensilien hier. Aber ich glaube, das bringen wir trotzdem irgendwie hin. Ja, schauen wir mal. Ich blende mal da die Kamera aus, damit wir freies Sichtfeld haben. Ja, eigentlich hätte ich dafür einen Pinsel, die Spinne rauszukitzeln. Aber das kriegen wir so auch hin. Nehmen wir mal die Wasserschale raus. Und ich mache mal ein schönes Foto von der Spinne. So, das blende ich dann gleich ein. Noch eins. Genau, und dann schauen wir mal, ob wir das gute Tier da unbeschadet rausbekommen. Ich kippe mal das ein bisschen um. So, und jetzt wäre der Pinsel nicht schlecht, den ich leider noch nicht hier habe. Ich versuche es mal mit einem Rotstift. Ich stupse sie ganz sanft an. Okay. Und deswegen, und genau das ist der Grund, warum man eigentlich solche Spinnen nicht mit der Hand anfasst, auch wenn sie harmlos sind. Aber die hätte jetzt da in den Stift gebissen und wenn ich das mit dem Finger gemacht hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich wehgetan. Ja, genau. Also ganz vorsichtig ein bisschen. So. Ja, komm. Also sie merkt jetzt, dass das quasi keine Beute ist und jetzt zeigt sie ein bisschen Angst. Deswegen beschleunigen wir das einmal ein bisschen. Also ich versuche so vorsichtig wie möglich. Ich berühre die Spinne kaum. Und ich geleite sie in ihr neues Terrarium. Ja, jetzt geht sie von alleine vielleicht. Ah, sieht schon beeindruckend aus, oder? Das ist. Ich mache nochmal ein Foto. Ja, nicht wieder reingehen. Nein, nein. So, also jetzt geht's aber raus. Also ich bin so vorsichtig wie möglich. Na. So, jetzt aber raus ins große Gehege und ja, jetzt ist sie in die Ecke. Oh, nein, nein, nein. Ganz vorsichtig, so. Genau. Und ich gebe jetzt ihre Hülle, damit sie gleich einen Unterschlupf hat und den Rest macht die Spinne dann selber. Ich drehe mal so um. Und ja. Und man sieht, wie schnell das die ist. Und ich glaube, es ist jetzt besser, wenn ich sie wieder sanft hinein.
fixiere. So. Ja, tut er nichts. So. Ja, das ist jetzt einmal, die Spinne ist jetzt in ihrem neuen Zuhause angekommen. Und weil wir schon dabei sind, probiere ich mal, ob sie vielleicht auch gleich Hunger hat. Dann hat sie eine Beschäftigung und dann ist der ganze Stress ja, vielleicht halb so wild. Und so. Und ja, sie reagiert jetzt gar nicht auf die Schabe. Schauen wir mal, solange die Schabe bei der Spinne ist, schauen wir uns das noch an. Und wenn sie es nicht frisst, dann tun wir es wieder raus. Dann probieren wir es ein anderes Mal nochmal. So, ja, ich würde sagen, das belassen wir für heute. Ich gebe ihr noch ihre Wasserschale und dann mache ich noch ein Foto. Jetzt bewegt sich die Schabe wieder. Jetzt schauen wir, vielleicht passiert doch noch was. Ja, jetzt hat es doch noch geklappt. Die Spinne hat zugeschnappt und man hat es auch vielleicht gehört, wie es geknuspert hat. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr kein neues Video, wenn demnächst wieder eines kommen wird. Und dann sehen wir uns demnächst.